So, und die goldene Koralle schmeiße ich hier rein. Zack. Fairies and old folk legends suggest that this sweet smell of this flower attracts fairies. Aha. Ja, ist ja toll. So. Ich schleppe irgendwie sau viel Zeug mit mir rum. Ich weiß gar nicht warum. So. Holz da rein, das andere Zeug kommt da hinten hin. So, dann haben wir das. Kürbis, a small favorite grown for its crunchy seeds and delicious flavored flesh. As a bonus, the hollow shell can be carved into a festive decoration. Okay. Die Frage ist jetzt erstmal ganz blöde Frage. Wir haben jetzt den 14. Wir haben, wie lange braucht ein Kürbis zum Wachsen? Dann würde ich nämlich fast sagen, ich pflanze nochmal Kürbisse. Oh, ein Eichhörnchen. Würde ich fast sagen, ich pflanze nochmal ein Eichhörnchen, genau, ich pflanze Eichhörnchen. Nein, ich meine, ich kann dann da nochmal Kürbisse pflanzen, oder? Oder wird das zeitlich zu... It's locked. Toll, macht das 9 Uhr auf. Ich bin begeistert. Na, toll. Dann gehe ich mal schnell fischen. So. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach mal kurz nochmal fischen gehen. Zack. Ah, cool. Also das Slightly Increased ist gar nicht mal so schlecht. Zack. Ist gar nicht mal so schlecht mit dem größeren Haken-Dingens. Was haben wir hier drin? Ein Diamant und ein Jade drin. Okay, cool. Fischen lohnt sich echt hier, muss ich sagen. Ich glaube, gerade für solche Kamikaze-Fische ist das echt gut. Tiger Trout, New Record. So, jetzt gehe ich schnell mal hier Dinger kaufen. Was machst du hier? The weather's interesting today, don't you think? Ja, sorry. Was? Warum sorry? Interessant. So. So, Cranberry, Wheat, Sunflower, bla 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 bla, Pumpkin Seed, 13 Days. Reicht das noch? 13 Tage. 13 Tage bin ich bei, die fangen morgen an zu wachsen. Klappt das noch? Ist die Frage jetzt, ob das noch klappt? Wenn die 13 Tage brauchen zum Wachsen. Morgen haben wir den 15. Dann müssten sie am 28. müssten sie eigentlich eine Punktlandung hinlegen. Ich probiere es mal. Ich brauche 8 Stück. Ich probiere es mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch klappt. Ich bin nicht sicher, ob das zeitlich noch reicht, ob die dann wirklich wachsen oder ob die dann kurz vorm Winter noch kaputt gehen. Schauen wir mal. Chat schreibt, jo, klappt. Na gut. Dann probieren wir es einfach mal und hoffen, dass es funktioniert. Gedüngt ist der Boden witzigerweise noch. Finde ich sehr interessant. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Hä? Warum sind die eingegangen? Sind die hier eingegangen oder gucken die einfach nur so aus? Ich bin gerade unschlüssig. Das sieht so aus, als wären die eingegangen, als wären die vertrocknet. Nochmal drei Kürbisse. So, die sind immer so aus. Das waren die Wild Seeds. Ach, das sind die Wild Seeds. Okay. Na dann. Das Problem ist, ich habe kein wirkliches
keinen wirklichen Überblick, was wo gewachsen ist, weil ich alles irgendwann dann wild angepflanzt habe. Das muss ich das nächste Mal ein bisschen besser machen. Das muss ich echt besser machen dann im Frühling wieder. Dass man wirklich sagen wir, ein Feld dann für das, ein Feld für das, ein Feld für das, das halt wirklich sauber getrennt ist. Das wäre nicht schlecht. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, alles halt so kreuz und quer zu pflanzen. Vor allem muss man sich halt mal für was festlegen dann. Weil irgendwie pflanze ich immer alles kreuz und quer. Das Gras, das da gewachsen ist, finde ich auch so lustig. So. Zack, zack, zack. So. Haben wir noch drei Kürbisse? Finde ich gut. Ist hier irgendwas fertig? Siruptechnisch? Nee, ne? Ah, cool. Die Bäume fangen langsam das Wachsen an. So. Dann mache ich aber Folgendes. Halt. Bevor ich es wieder vergesse, gehe ich gleich zu den Hühnern. Bevor ich wieder die Hühner vergesse. Die habe ich nämlich, glaube ich, vergessen. Richtig? Ja, ich habe die Hühner vergessen. Es ist unfassbar. So. So. Zack. So. So. Haben wir das? So, Mayonnaise, Mayonnaise. Halt. Mayonnaise. So. Können wir uns mit dir eigentlich unterhalten, während die baut? Ja, ne? Be patient, I still have a lot of work to do. Meine Frage, kann ich dir eigentlich was schenken, während die baut? Thanks, this is really nice. Cool. Geht. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Holz sammeln, dass wir dann ein paar Gebäude bauen können. So. Ich werde das ganze Sirupzeug im Übrigen dann, sobald die anderen Bäume gewachsen sind, werde ich das im Übrigen alles abreißen und werde dann wirklich das auf unsere Baumfarm dann alles reinbauen. Ist das nämlich alles ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Dann sieht es ein bisschen produktiv aus. Vor allem kriegen wir dann sau viel Sirup dann auch noch. Dann haben wir auch genügend Zeit, das ganze Zeug dann wieder fertig zu machen. Also sprich, so, hier müssen wir noch ein bisschen sammeln an Heu. Haben wir wieder ein bisschen was verbraucht. Dann machen wir den großen Baumstamm, dass wir Hardwood kriegen, weil Hardwood brauchen wir. Für irgendwas brauchten wir Hardwood auch noch. Bin mir gerade nicht so sicher, aber für irgendein Gebäude brauchten wir halt sau viel Hardwood. Das können wir dann auch gleich mal sammeln hier. So. Zack. So. Dann hier erstmal ordentlich alles wegreißen. Zack. Ich müsste die Axt dann auch mal wieder upgraden. Goldbarren. Das nächste ist, glaube ich, die Goldaxt, oder? Müsste ich mal machen dann. Goldaxt. Kostet, glaube ich, 10.000 Gold. Sollten wir aber hinkriegen. Weil wir mittlerweile sehr viele Sachen auch verkaufen. Train is passing Stardew Valley. 4 Uhr. Ich muss mal echt gucken, wann dieser Zug immer hier durchfährt. Das würde mich echt mal interessieren, warum der Zug dann da lang fährt. Vielleicht finde ich das raus, wenn ich mich mit den Dorfbewohnern besser stelle. Dass die mir das dann vielleicht sagen, wann der kommt. Also so fahrplanmäßig irgendwas. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, na toll, der fällt genau ins Wasser. Das ist sehr gut. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Na gut. Lässt sich nicht ändern. Passiert ist passiert. So. So. Das haben wir. Ich mache jetzt übrigens Folgendes. Your pickaxe isn't strong enough to break this. Ah, okay. Okay, dann muss ich die Pickaxe auch mal upgraden. Wäre auch nicht das Schlechteste. Dann sind wir in der Mine ein bisschen, haben wir in der Mine ein bisschen mehr Ausdauer immer. Okay.
Ich mache im Übrigen Folgendes, ich werde den Tag hier in Stardew Valley werde ich noch rumbringen. Und dann werde ich für heute dann auch mit dem die Aufnahme beenden und damit auch den Stream dann. Der Zug ist random und was passiert, spoilere ich nicht, weil das ist nicht immer der Fall ist, wenn der da durchfährt. Okay, nee, finde ich super. Spoiler, also Spoiler, so bin ich immer so, finde ich super, wenn man nicht spoilert. Ich würde dann so viel wie möglich selber rausfinden. Achso. Nachdem ich so viel Nahrung hier habe, esse ich mal jetzt ein paar Fische hier einfach. Hallo? Achso, jetzt ja. Zack. Hallo? Achso. Zack, na komm. Hä? Interessant. So. War irgendwie gerade seltsam. Ich konnte irgendwie nicht wirklich den Fisch jetzt essen, aus welchen Gründen auch immer. So. So, hier mal alles wegreißen. Auch Platz. Ach ja, ein Fest. So, wie spät haben wir es denn eigentlich? Das würde mich mal echt interessieren, wie spät es gerade ist. Ich habe nämlich gerade keine Uhr zur Hand. So. La 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 la. Schön. Ach ja. Die Grillen zirpen, die Blätter rascheln und ich bin hier und fäll Bäume. Hast du einen YouTube-Kanal oder streamst du nur? Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Ich nehme das Ganze hier auch ja für YouTube auf. Unten im Stream unten findest du den YouTube-Kanal. Der Username ist, das ist noch der alte, glaube ich. Das ist nur Happy Put. Da findest du mich auf YouTube. So. So. Das war doof. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Erstmal Seegras vertilgen. Weitalge. Wie wollen wir denn? 9 Uhr. Na, das kriegen wir hin. So, was? 23:21 ist es gerade. Ach du Schande. Ich streame doch länger als gedacht. Neo, wie gesagt, YouTube-Kanal habe ich. Gibt es eine Verlinkung überall eigentlich dann? Und Username ist HappyPut, wie gesagt. Da findet man mich dann auch. Oder einfach Lord HappyPut eingeben in der Suche. Läuft ganz gut. Was? Wie kamst du eigentlich zu dem Lord? Wieso nicht nur HappyPut? Naja, das Witzige ist, der Name ist ja relativ willkürlich entstanden. Ich habe irgendwie so, ich habe den Namen jetzt schon seit, keine Ahnung, seit... Ich habe den Namen seit fast 15 Jahren jetzt, glaube ich. Und habe den einfach damals durch irgendeinen Online-Charakter-Generator, habe ich verschiedene Namen generiert und dann... kam irgendwas raus und dann habe ich das auf Happy Put einfach geändert, weil mir das irgendwie einfach zu strange war, beziehungsweise es zu langweilig geklungen hat, habe ich dann einfach einen Lord davor gesetzt. Und so bin ich dann dazu gekommen einfach. Das ist einfach der Hintergrund, wie der Name dann entstanden ist. Was man halt so macht, wenn man halt dann... keine Ahnung, so 10, 12 ist. Man denkt sich halt irgendwas dann aus. Und dann habe ich den einfach immer weitergeführt dann. Das war dann irgendwie, keine Ahnung. Ich habe immer weiter benutzt, immer weiter benutzt, immer weiter benutzt. Und
irgendwann hat man sich dann so, ich geh mal schlafen. Und irgendwann hat man sich dann so dran gewöhnt an den Namen, dass man einfach den halt immer weiter benutzt und halt überhaupt nicht mehr abändert dann. Und so ist das Ganze entstanden, also ist relativ unspektakulär. So, das mal schnell wegmachen hier, das stört. Ja, ich weiß, es ist spät. So, hier das reinschmeißen noch. Zack. So. Und schlafen gehen. So, ja, wir gehen schlafen. Level 9 Farming, plus 1 Watering Can Proficiency, plus 1 Hoe Proficiency, New Crafting Recipe, Seedmaker, New Crafting Recipe, Iridium Sprinkler, New Crafting Recipe, Quality Fertilizer. Was ist das denn alles? So, wir haben nur die Mayonnaise heute verkauft. Ist ein bisschen schade, aber reicht ja. So, Spielstand gespeichert. Wie schaut's aus? Weather Report. It's going to be clear and sunny tomorrow. Perfect weather for the Stardew Valley Fair. The event will take place in Pelican Town starting between 9 a.m. and 3 p.m. Don't be late. Okay, morgen ist das Fest. Wir haben die neuen Items, haben wir ja zusammen, die wir brauchen dafür. Ich hoffe, es bringt irgendwas. The spirits feel neutral today. The day is in your hands. Living of the Land. Welcome to Living of the Land. We're back up again with another tip for you all. Now listen up. Got any tapers? Crafty foragers known how to build them. You can attach them to the wild trees that grow all over. Maple trees yield maple syrup. Oak trees provide resin. And pine trees produce pine tar. Syrup's the most valuable, but all tree products have their uses. Okay. Was? Ach so, ich dachte, jetzt kommt eine epische Geschichte von einer geretteten holden Maid und dem dankbaren König und so. Nee, da muss ich leider enttäuschen. Ist relativ unspektakulär, das Ganze. Juhu, die Grapes sind wieder fertig. So, was steht hier drin? I just want to remind you that the Stardew Valley Fair is happening tomorrow. Don't forget to bring your 9 items for the Grange Display. Remember, the fair starts at 9 a.m. in the town square. See you tomorrow. Nee, see you there, Major Lewis. Hallo. Habe ich die neuen Items auch wirklich? Ich hoffe, ich vergesse die morgen nicht. Das wäre echt peinlich, wenn ich die vergessen würde. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Ich hoffe sehr, dass das, passt. Wir haben die perfekten Items dafür. Hoffe ich zumindest. Und ja, schauen wir mal. Also, ich mache an der Stelle dann hier den Cut. Das heißt, wir haben jetzt doch wieder fast 5,5 Stunden Stardew Valley gespielt. Das ist immer echt schlimm. Man kann sich an diesem... Juhu, Honig ist auch wieder fertig. Ich sammle es jetzt mal ein und wenn ich jetzt beende, ist der Spielstand eh wieder dann weg. Das heißt, ich muss eh wieder alles machen. Ist immer ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall war das Stardew Valley dann für heute, für den heutigen Stream. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben die Farm ein bisschen, oder anders, wir sind in den Herbst reingerutscht. Wir haben die Farm ein bisschen umgebaut. Wir haben sehr, sehr viel Geld gemacht. Wir haben, ja, einiges an Pflänzchen gepflanzt. Und wir sind auch in der Mine wieder ein bisschen weitergekommen. Und schauen wir mal, was da noch so alles auf uns zukommt. Ich bin echt, ich bin gespannt. Ich sehe hier gerade, wenn ich da drüber gehe, gibt es da tatsächlich eine Progress Bar, wie das Ganze dann, ja, wie der Zustand davon ist, habe ich das erste Mal nicht gesehen. Okay. Vielen Dank natürlich an alle fürs Zuschauen. Ja, ich bedanke mich. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem, ja, vielleicht zu einem anderen Thema. Ansonsten mache ich hier den Cut für die auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, der nächsten Aufnahme, je nachdem, wie ich das schneide. Ihr kennt das ja. Und ja, auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das guckt. Tschüss!